Benjamin Henrichs Fräulein Transfer, Manuel Neuer steht vor der Vertragsverlängerung, Ansage Nummer 2, Drive-by Josua Kimmich, Slang! Und die Rügenwalder Mühlen-Sieger stehen fest, Freunde. Das ist wie des Tages. Mein Name ist Nico und es ist Montag. Laut einem Bericht des Kickers soll Red Bull Leipzig ein Angebot für Benjamin Henrichs beim AS Monaco hinterlegt haben. Für Henrichs läuft es in Frankreich, gut, oder besser gesagt in Monaco, seit seinem Wechsel im Sommer 2018 einfach nicht rund und er schafft es nicht, sich eine Position in der Startelf der Monegassen zu erkämpfen. RB hatte schon im Sommer Interesse an Henrichs und hat damals auch angefragt. Da sagten sie allerdings 25 Millionen und damit 10 Millionen oder über Marktwert oder der Mann bleibt bei uns. Und Red Bull sagte, nö, kein Interesse. Wegen einer Fußverletzung tut sich Henrichs diese Saison besonders schwer und saß auch am Wochenende wieder 90 Minuten auf der Bank. Er soll ganz offiziell beim Verein angefragt haben, im Winter oder im kommenden Sommer gehen zu dürfen. Klar ist, neben RB dürfte es noch einige andere Interessenten geben und gerade RB ist ja eigentlich auf den Außenverteidigerpositionen sehr, sehr gut besetzt. Das heißt, wenn man Henrichs holen würde, dann wahrscheinlich eher fürs Zentrum. Ob er darauf Bock hat, sei mal in den Raum gestellt. Manuel Neuer steht nach Informationen von Sport1 unmittelbar davor, seinen Vertrag, der eigentlich bis 2021 gelaufen wäre, beim FC Bayern zu verlängern, und zwar bis 2023. Damit wäre der ehemalige Welttorhüter bei Vertragsende 37 Jahre alt. Neuer war ja im Sommer 2011 für 30 Millionen Euro von Schalke zum FC Bayern gewechselt und, lustigerweise, gab es in den letzten Monaten ja Spekulationen darüber, dass Nübel, ebenfalls von Schalke 04, in dem kommenden Sommer die Nachfolge von Neuer beim FC Bayern antritt. Könnte. So, bei Nübel steht jetzt auch eine Entscheidung über die Zukunft an und dort sieht es so aus, als wäre ein Transfer zum FC Bayern vom Tisch, wenn Manuel Neuer verlängert. Danach würde Nübel natürlich nicht die Einsatzzeiten bekommen, die er braucht. Und das heißt, der FC Bayern könnte sich das größte deutsche Torwarttalent, gut, so jung ist er man auch nicht mehr, durch die Lappen gehen lassen, um weiter mit Manuel Neuer in die Zukunft zu gehen. Bevor Hertha BSC Jürgen Klinsmann als neuen Trainer bis Saisonende engagiert hat, hatte man ja Niko Kovac angefragt und der soll gesagt haben, Freunde, tut mir leid, ich brauche eine Pause derzeit vom Fußball. Stellt sich raus, er braucht eigentlich nur eine Pause von den Anrufen von Hertha BSC, denn wenn man englischen Medienberichten glauben darf, soll Niko Kovac beim FC Arsenal seinen Namen selbst ins Gespräch gebracht haben und gesagt haben, jupp, ich hätte Interesse daran, den FC Arsenal zu übernehmen. Klar ist allerdings auch, bei Arsenal kursieren derzeit einige Namen und der Name Niko Kovac eigentlich nur, weil er es eben selbst gesagt hat. Also abwarten und ganz ehrlich, ich glaube, das wäre keine gute Nummer, weder für Arsenal noch für Kovac. Das wäre, glaube ich, genau dasselbe beim FC Bayern im Sinne von, man erwartet einen Trainer, der eine klare Spielidee, eine klare Struktur reinbringt und das ist Niko Kovac eben nicht. In der Serie A geht es derzeit ähnlich überraschend wie in der Bundesliga zu. Nachdem Juve am Wochenende 3:1 bei Lazio unter die Räder kam, ist Inter Mailand weiterhin Tabellenführer und konnte sogar die Tabellenführung um einen weiteren Punkt auf 2 ausbauen, weil man ja am Freitag gegen die Roma unentschieden gespielt hatte. Traurig allerdings für Emre Can. Der Mann kam für 49 Minuten zum Einsatz, Juve hat trotzdem verloren. Und klar ist weiterhin, Emre Can will die alte Dame ganz gerne verlassen, denn er kommt einfach nicht dauerhaft zu den Einsätzen, die er sich erwünscht hat. Ist dann auch schwierig, wenn ein Verein 46 zentrale Mittelfeldspieler unter Vertrag hat. Jetzt wissen wir, der FC Bayern und Borussia Dortmund sollen Interesse daran haben, Emre Can zu verpflichten. Bei Bayern wäre es eine Rückholaktion, bei Dortmund wäre es ein Nachbessern für den Kader, der nicht so stark ist, wie man es sich vor der Saison erhofft hat. Aber Emre Can will laut Medienberichten weiterhin auf höchstem Niveau spielen, was die Liga betrifft. Und das geht laut seinen eigenen Ideen scheinbar nur in der Premier League. Und dort soll sein Wunschverein, und ich sage es nochmal, um auf höchstem Niveau zu spielen, Manchester United sein. 1:2 gegen Leverkusen, 1:2 gegen Borussia Mönchengladbach. Hansi Flick hat 2 Spiele verloren in Folge. Das sind genauso viele Niederlagen, wie Niko Kovac in seinen letzten 10 Bundesligaspielen als Bayern-Trainer hatte. Das sage ich nur mal ganz kurz. Und Hansi Flick sagt richtigerweise, natürlich bin ich nicht zufrieden mit der Punktausbeute aus den letzten beiden Spielen. Ist klar, weil es ja 0 Punkte waren. Und Bayerns neuer Lautsprecher Josua Kimmich sagt über die Bayern-Situation, auch wenn es im Vergleich zur letzten Saison nur 7 Punkte auf Platz 1 sind, glaube ich, dass es deutlich schwieriger wird. Wer das jetzt noch nicht begriffen hat, der ist komplett auf dem falschen Weg. Wer glaubt, dass es einfach wieder so wird wie letzte Saison, der ist fehl am Platz. Und damit hat Josua Kimmich natürlich vollkommen recht. Beim FC Bayern München kann es derzeit nur ein einziges Ziel geben und das ist glasklar
Union Berlin auf Distanz halten. Borussia Dortmund Sportdirektor Michael Zorc hat den zuletzt in Kritik geratenen Jadon Sancho, der sich immer wieder Undiszipliniertheiten erlaubt hat, ganz klar in Schutz genommen und auch einem Winterwechsel den Riegel vorgeschoben. Jadon ist noch im Prozess des Erwachsenwerdens und des perfekten Profiverhaltens. Dafür benötigt er Richtlinien und Hilfe, die wir ihm geben werden. Er hat in der letzten Woche viele Gespräche geführt, auch die Mannschaft hat mit ihm gesprochen. Das Verhältnis ist komplett in Ordnung. Außerdem sagte er, ein Winterwechsel sei in keinster Weise geplant. So, was bleibt sonst noch zu sagen? Ja, Jadon Sancho hat sich hoffentlich den Knoten von der Brust geschossen. Sagt man das so? Eigentlich nicht. Wie auch immer, hoffentlich ist es der Knotenlöser für ihn. Und die Dortmund-Trikots waren natürlich absolut überragend. Geile Teile. So, Freunde, und wie versprochen, kommt hier auch der Gewinner der Rügenwalder Mühlenbank direkt am Spielfeldrand beim BVB. Und der gute Mann heißt Mats Hörnberg. Namensvetter von Mats Hummels. Kann er seinen Kollegen direkt bei der Arbeit zuschauen. Lieber Mats, wir melden uns bei dir. Viel Spaß dabei. Beim SV Werder Bremen zeigten die Ultras mal wieder, dass sie zu den Kreativeren in der Bundesliga gehören und dass man weiterhin mit dem Sponsor Wohninvest überhaupt nicht glücklich ist. Und Wohninvest hat natürlich, wie es sich gehört für einen guten Sponsor, eine Lounge im Stadion. So, und was haben die Ultras gemacht? Einfach einen riesigen Banner davor gehängt, dass man aus dieser Lounge nichts mehr sehen kann. So, der Banner an sich war erlaubt, aber nicht die Platzierung von der Lounge. Ist trotzdem so gewesen. Am Ende des Tages musste die Polizei eingreifen, um den Banner zu entfernen. Trotzdem, gute Idee des Protests von den Werder Ultras. Und das war's für heute, Freunde. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Gleich kommt der Bundesliga-Rückblick mit Flo und Niklas und auch mir. Danke für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.